Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2 im zweiten Ligaspiel von mir, und ich habe auch die Ehre, mit Powertoffel gemeinsam Runde 2 einzulöten. Wie immer landet dieses hier nicht in der offiziellen Liga-Playlist, weil das keine offizielle Liga-Moderation ist. Sieht man auch an der Facecam, bei den anderen ist keiner dabei. Allerdings habe ich dieses Spiel aus Müdigkeit nicht normal aufgenommen, sondern halt so gemacht, weil die Spiele recht spät stattfanden. Und auch deswegen wird dieses und auch das Folgespiel von Power Kartoffel, also Runde 15, 16, 17 müsste das sein, nachkommentiert werden. Gut, danach sollten es aber quasi Live-Kommentationen werden, also sprich, ich nehme während ich spiele auf. Diesmal noch nicht, wir werden sehen. So, gut. Ich gehe mal in die Liste rein. Liga-Playlist findet ihr in der Endcard sehr wahrscheinlich oder in der Videobeschreibung. Guckt da einfach mal rein, wenn ihr euch noch weitere Spiele reinziehen wollt. Dieses Spiel hier, ich weiß gar nicht, von wem es moderiert wird, das ist momentan noch nicht fest, wird sich zeigen halt. Ne? Steht auch in der Playlist, da könnt ihr es auch nochmal finden. So, das bin ich. Ich bin Elben. Ich sollte ja das bei solchen Nachmoderationen so machen, dass ich so mehr oder minder halb live spiele. Wir spielen gegen Power Kartoffel, der hier oben schon angefangen hat mit einer Festung. Er ist Ork und ich eben nicht. Und ich fange an mit einer Elbenkaserne und ich fange an mit einem Bäumchen. Und einem zweiten Bäumchen, dazu ist mein Baumeisterchen unterwegs. So. Man sollte dazu sagen, dieses Spiel ist im Prinzip eine Wiederholung. Wir haben das Spiel schon mal gespielt, aber beide haben vergessen, das Replay zu speichern. Und auch direkt das nächste Spiel angefangen, deswegen konnte man auch nicht die automatische Speicherung nehmen. Ja, wir waren halt beide doof, hat am Endergebnis aber nichts geändert. Power Kartoffel ist einer von denen, die ich zumindest in den oberen Rängen mit erwarte in der Liga. Das heißt, ich habe mir auch von Anfang an nicht so die mega Chancen hier ausgerechnet. Aber mal gucken, vielleicht überrasche ich ja. So, gut. Jetzt momentan Pause, denn ich habe hier gestartet, aber das hier so müsste nicht sein. Warum mache ich hier so lange Pause? Schlafe ich? Schlafe ich denn? Nein, ich habe noch keine Rohstoffe, das ist alles. So, jetzt habe ich den hier schon mal wieder auf den Weg geschickt gehabt und lasse bauen. Wir sind okay. Die Schwerter Loriens. Wie in den letzten Spielen auch, schicke ich direkt mal ein paar Elben los, um zu gucken, wo wir sind, wie wir eventuell eher reagieren können und ob wir eventuell hier oder da irgendwas, reißen können, ein bisschen die Produktion von unserer Kartoffel stören. Mal schauen. Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Ich rechne eher mit dem nicht, aber wie gesagt, das werden wir sehen. Ist übrigens auch schon ein paar Tage her, das Spiel. Das heißt, ich habe selber keine Ahnung mehr, was und wie und wo. Ich weiß das Endergebnis noch, aber weiß ich, wo wann gemacht habe. Ist auch für mich überraschend. Das ist umso besser. Ging das echt so schnell? Habe ich angegriffen oder hat er abgerissen? Kann natürlich sein, dass er jetzt abgerissen hat. Weil, wie gesagt, ich bin, glaube ich, erst nur hoch. Und hab Dingens und gebummelst und jedenfalls. Kartoffel hat noch die Krähen, denn das glaube ich, gezündet. Nee, bei Orks sind Fledermäuse. Man sieht es nicht so richtig immer. Von Gio habe ich gelernt, man kann die zwar irgendwie anwählen. Und wenn man die angewählt hat, dann sieht man das da auch. Aber hier, guck mal, das geht deutlich langsamer. Ich glaube fast, er hat da einfach mal abgerissen. So. Jetzt sollte ich mich mit denen hier ein bisschen zurückziehen. Tue ich auch unten, baue ich unten nebenbei auf. Ich sehe es nicht. Ich gehe hier hinter und werde offensichtlich auch nochmal hier eine Vernichtungsaktion versuchen. Ja, mal gucken. Tatsächlich ist es auch so, dass mir wichtiger ist, die Gebäude zu vernichten. Hat aber diesmal nicht geklappt, weil er von Bogenschützen noch hinten hatte und die Fledimäuse. Aber ich habe zwei Gebäude vernichtet und eine Einheit dafür gespart. Das ist okay. Habe schon eine nächste in Planung. Bei den Elben ist es halt so, dass diese Einheiten hier, man sieht es, 360 Lorienkrieger, 360 Kosten, tatsächlich sogar teurer sind als die Bogenschützen selbst. Das ist eine mehr oder minder Ausnahme. Die Bogenschützen selbst sind auch noch relativ stark. Man sieht es hier schon, vermutlich versucht Power Kartoffel den Gegenangriff. So langsam sollte ich dann auch mal mit Bögen ein bisschen agieren. Habe ich auch schon gemacht und auch direkt da nochmal nachgeschoben. Das ist sehr gut. Hier hinten wird inzwischen zweit die Rohstoffproduktion weiterhin aufgebaut.
keine Ahnung, was ich hier mache. Ich versuche mich wahrscheinlich ein bisschen vorbeizuschleichen. Das Problem ist, nee, er patrouilliert nur, wie es aussieht. Er patrouilliert erstmal nur sein Gebiet, um zu gucken, wo ist er, was eine gute Sache ist. In dem Moment, hier habe ich reagiert, habe die Jungs nach oben geschickt. Die ersten Bogenschützen sind da. Das ist eine sehr gute Geschichte. Und die Patrouille hat scheinbar ein Ende, denn er wagt sich immer weiter vor, während ich mich von hinten möglicherweise an seine Basis ranschleiche. Noch tue ich das nicht. Ich habe auch noch ein paar Hüter in Auftrag gegeben, für den Fall, dass er mit Spinnenreitern und sowas kommt. Ist richtig. Eine zweite Kaserne ist ebenfalls im Bau. So, jetzt hat er ein bisschen ausgekundschaftet, hat aber auch gleich gesehen, ich bin hier oben. Allerdings ist er diesmal darauf vorbereitet, hat er nämlich hier in der Dingens, im, ihr wisst schon, im, naja, ich hab's vergessen, im Gang, genau, hat er ein paar Leute drin gehabt. Das heißt, das hat nur einmal funktioniert. Ja, Versuch war's wert, aber naja, manchmal sind Wertsachen nicht ganz so wertvoll. So, mittlerweile habe ich zwei Kasernen, die bauen auch beide. Das war gerade bei den Elben immer ein Problem, weil ich, die Einheiten sind zwar teuer, die Kasernen sind auch teuer, aber ich habe halt wenig Produktionsgebäude gehabt. Das heißt, wenn sie zu lange überlebt haben oder nicht lang genug überlebt haben, waren sie halt schnell wieder platt. So, hier hinten schicke ich noch einen Baumeister vorbei, baue schon mal vorzugsweise da ein bisschen aus. So. Naja, die Fledermäuse werden jetzt nicht so viel helfen. Bin ehrlich gesagt nicht mal sicher. Warte mal, wir gucken mal ganz kurz, was die Fledermäuse genau machen. Ich spricht ja nichts dagegen. Ja, also im Prinzip eine Art Führerschaftsbonus. Minus 25% Horde Suffer, also Armor, weiß ich nicht. Aber Horde Suffer sagt mir jetzt ehrlich gesagt auch nichts. Die Beschreibung auf Englisch ist ein bisschen doof. Liegt an den V1.09 V2 Patch. Aber ich glaube, man kommt damit zurecht. So. Als nächstes müssen wir hier erstmal ein bisschen für Ordnung sorgen. Ja. Das funktioniert natürlich nur bedingt, da ja ein paar Leute hier Platz machen. Aber noch habe ich es in der Hinsicht gegangen gekriegt. Habe sogar die Einheit hier überleben lassen können. Allerdings ja, wird das vielleicht nichts nützen. Zumal er sich hier schon mit Gängen vorarbeitet. Während ich natürlich immer den langen Weg nehmen muss. Ich kann keine Gänge bauen. Ich kann auch die Leute nicht abkürzen lassen. Gerade bei großen Karten ist das vielleicht gar nicht mal so unhilfreich. Ich habe aber diese Karte hier selbst gewählt, glaube ich. Bin mir gar nicht sicher. Ja, doch. Diese Karte habe ich gewählt. Ich habe auch extra eine etwas größere genommen, um eventuell mich verstecken zu können. Denn, wie ich schon gesagt habe, gehe ich von aus... Verdammt, Mist. Nicht entkommen lassen. Nicht entkommen lassen. Gehe ich davon aus, dass ich der schwächere Spieler bin. Sieht man teilweise auch hier schon, in dem Moment, in dem er hier schon mit einem Troll an, angetrollt kommt. Ja, trollt er mich ein bisschen. Also. Okay. Allerdings habe ich es scheinbar doch geschafft, den Baumeister platt zu machen. Das ist sehr gut. Und bin auch direkt noch an dem Gang gelandet. Während er hier unten aber auch einen Angriff auf mich funktioniert. Und dadurch, dass meine Hüter momentan oben sind, ist das ein bisschen ungünstig. Sind zwar hier in Produktion, aber die dauern natürlich entsprechend lange. Also im Prinzip kam man mit dem Troll genau zum für ihn richtigen Zeitpunkt, muss man so sagen. So. Leider habe ich hier oben nichts mehr großartig an Hütern. Und er hat hier, wen hat er denn hier? Den Orkbogenschützen. Ein ganz einzelner Held, der hier alleine rumsteht. So, kann ich das Ding jetzt noch platt machen, genau. Ist natürlich mit den Orkbogenschützen ein bisschen, naja... ein bisschen ungünstig, aber funktioniert scheinbar. So, hier oben, den Vorstoß hier oben scheine ich auch so halbwegs abzuwenden, werde mich aber jetzt hier, gerade weil es nur Bogenschützen sind, ein bisschen zurückziehen. Das funktioniert soweit auch. Mitholdhüter mittlerweile ein paar am Start, die allerdings immer noch mit den Bogenschützen zusätzlich zu kämpfen haben. Und man sieht schon, er ist direkt auf die Hüter gegangen, obwohl die neu dazugekommen sind. Also das Micromanagement von ihm ist schon deutlich, deutlich besser als das meine. Und naja, da muss man dann natürlich durch. So, meine Hüter hat es, glaube ich, gleich erwischt. Trotz allem, allerdings kriegen die Verstärkung von hinten. Bogenschützen hauen auch noch ein bisschen was rein. Das war soweit okay. Angriff abgewehrt, gleich mal im gleichmäßig Schaden gemacht. Ich habe mittlerweile 7 Punkte. Wie viele er hat, kann ich nicht sehen. Will jetzt auch nicht nochmal umschalten. Nur im Ausnahmefall. Habe mich aber direkt nach hinten gewendet. Erstens, weil ich ja wusste, dass er hinten irgendwas haben muss. Und zweitens, weil ich, naja, weil ich kann. So. Nicht so schön. Dunländer gleich mit am Start. Die allerdings, naja, zum Glück empfangen werden.
Ob das reicht, und es sieht so aus, als ob es reicht, ist natürlich eine ungünstige Sache. Ich könnte natürlich, für Sammelruf geht nicht, aber ich könnte ein bisschen heilen, oder nützt mir das in dem Moment nichts. So, gut, wir haben die Sheldunländer scheinbar trotz allem platt gekriegt, das ist eine gute Sache, das heißt, dieser Spawn ist weg, dafür kommt er aber hier unten mit Spinnen, und da muss ich dann halt gucken, wie ich reagiere, ob ich reagiere, hast du nicht gesehen, wo sind sie denn hin? Da stehen sie. Er spinoniert, die habe ich glaube ich im normalen Spiel gar nicht gesehen. Ist aber auch erstmal zweitens mehr oder minder. So, wir arbeiten uns ein bisschen vor. Müssen natürlich hier hinten wieder für Ordnung sorgen. Den Gang habe ich nicht gesehen, sonst hätte ich das Ding hier nicht gebaut wahrscheinlich. Habe ich jetzt hier Führerschaft gemacht? Weiß ich nicht. Hier hat er abgerissen. Das heißt, er hat die Rohstoffe gerettet, ist zurückgegangen. Also, auch eine Strategie, die muss ich mir echt mal merken. Denn wenn ich weiß, dass irgendwas kaputt geht. Ich mache es ja teilweise wirklich so, muss man echt sagen. Mach's teilweise wirklich so, dass ich halt hier immer noch Sachen in den Bau gebe, obwohl es gar nicht nötig ist. So, hier unten kommt er schon. Ich habe da angefangen, ein Endding zu bauen, in der Hoffnung, eine vorgesagte Kavallerie zu haben. Ja, die wird wohl nicht überleben. In dem Moment, in dem ich hier hinten, mich darauf konzentriert habe, kommt er hier wieder. Er ist im Micromanagement deutlich besser. Das sieht man auch eben daran, dass er, während ich meine Einheiten schon hin und her schicke, schon da wieder durch die Gegend ist. Also momentan sieht man schon, ich bin nur noch am Reagieren statt am Agieren. Die Elbenreiter waren übrigens dafür da, um eventuell, und wie es aussieht, mache ich das auch, versuche das auch, nach hinten ein bisschen durchzubrechen. Hier habe ich den falschen Befehl gegeben, die hätten gar nicht durchlaufen sollen, sondern einfach direkt schon mal angreifen. Aber ist okay so. So, ich habe mittlerweile den Pfeilhagel, den ich auch hier hinten drauf baller. Was auch sehr gut funktioniert. Diesen Angriff konnte ich erneut abschlagen. Und ja, ich werde hier verfolgt. Aber auch hier diesen Gang versuche ich noch Platz zu machen. Aber ja gut, okay. Da hätte ich auch wieder ein bisschen drauf achten können müssen. Auf meine Reiter, dass die nicht von diesen Ork-Viechern platt gemacht werden. So. Er versucht wieder über die beiden Flanken, er kommt nicht direkt, er versucht über beide Flanken zu gehen. Auch eine Strategie, die, ja, das hier war reichlich dumm. Ich glaube, so viele Pferdchen habe ich dann auch nicht mehr gebaut, weil es nichts bringt. Mittlerweile habe ich offenbar zumindest einen Teil der Armee nur ausgewählt und nicht mehr alles, weil ja, alles ziemlich kritisch ist. Allerdings sieht man ja, er drängt mich nach und nach immer mehr zurück. So, auch die Fledis hat er wieder am Start. So. Aber es sieht aus, als würde ich zumindest hier in diesem wieder die Oberhand gewinnen. Und wieder habe ich leider die ganze Armee ausgewählt. Ein Fehler. So. Lorien schickt seine Bögen. Genau das hier war gemeint. Ich muss halt wirklich darauf achten, gerade in solchen Liga-Matches, gerade gegen so gute Gegner, dass ich nicht einfach komplett an den Start gehe mit einfachen Einheiten und sowas in der Art. Wie man sieht, kann das schief gehen. So. So, mittlerweile hat er da unten ein paar Bogenschützen. Mit Kankra rennt er auch schon rum, während ich mich hier oben einen Großteil der Armee ja, zwar einerseits nach vorne lage, was einerseits natürlich gut ist, aber ihm kaum Schaden mache, weil der blöde Gang eigentlich nichts bringt. Also, man sieht schon, wirklich der perfekte Gamer in diesem Moment bin ich nicht. Das war aber abzusehen. Ich habe es ja schon von Anfang gesagt, ich rechne mir in der Liga selber das untere Mittelfeld, sagen wir es mal so aus. Momentan, ja, glaube ich, mich dort auch einordnen zu können. Hier wieder mal die ganze Armee hin und her geschubst. Hier hinten die Flanke wieder freigemacht. Vielleicht sollte ich da immer ein bisschen was stehen haben, während Kankra schon von unten ein bisschen rumgurkt. So. Wir sind die Schwerter Lorien. Naja. Also ich müsste theoretisch so im Nachhinein sagen, ja okay, ich brauche drei Armeen. Ähnlich wie bei... Na, wie nennen wir es denn? Was ist das hier eigentlich für ein Gebäude? Spezialeinheiten. Ja, gut, ist nicht so ganz extrem von Vorteil. Allerdings, wie gesagt, kostenlose Einheitenproduktionsgebäude ist ja auch schon mal was wert. So, wie gesagt, ich müsste es wirklich so machen. Ich müsste drei Armeen aufstellen und die drei Armeen hier in dieser Karte auf die drei Punkte verteilen, um da eine gewisse Chance zu haben. Denn, wie gesagt, Micromanagement, Powerkartoffel, deutlich besser. Macht euch bereit!
Und wenn ich das so sehe, klar, ich habe jetzt eine große Armee, die ein bisschen nach vorn gelaufen ist und hast du nicht gesehen. Allerdings, wie gesagt, die steht auf dem Haufen, während ich hier von allen Seiten bedrängt werde. Ich denke, jetzt schon ist es relativ klar, dass Powerkartoffel die Oberhand gewinnen wird. Aber vielleicht lässt sich ja noch was drehen, ne? Wenn ich die richtigen Fähigkeitspunkte bekommen würde, könnte man noch was machen. Allerdings habe ich hier schon mehr oder minder entschlossen, mich ein bisschen zurückzuziehen. Oder richtig zurückzuziehen. Schicke hier noch ein paar Einheiten vor. Dadurch, dass aber Powerkartoffel überall ist, ist das ja ein Risiko, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Kankra hat sich zurückgezogen oder habe ich die besiegt? Wie es aussieht, habe ich die sogar platt machen können. Eine nicht ungünstige Sache. Allerdings, wie gesagt, während ich etwas platt mache, ist er bereits irgendwo neu am Start. So. Ah, dieser Wächter im Wasser, sehr gut platziert, zumal er einen Großteil meiner Armee erwischt und gleichzeitig hier die Produktion die Produktionskaserne platt macht. Die wird er nämlich erwischen und damit verliere ich ja zusätzlich noch diese 700 Rohstoffe, weil die einfach nicht mehr rechtzeitig rauskommen. Hätte ich abbrechen müssen, hätte vielleicht sogar die Dinge ins Kaserne abbrechen müssen, hätte Fahrradkette. Wie gesagt, ich habe noch viel zu lernen. Aber gerade dieses Turnier, dadurch, dass man ja regelmäßiger spielt, als ich manchmal in letzter Zeit, ist es vielleicht wirklich eine gute Möglichkeit, eben entsprechend ein bisschen was zu lernen. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Wie gesagt, ich rechne mir nicht viele Chancen aus. Vielleicht bin ich aber im nächsten Turnier besser. So, ich habe mittlerweile die Elbenschmiede und habe auch schon die Bogenschützen. Das ist eine immense Hilfe. Denn die sind ja nur, die Silberdornpfeile sind schon echt stark. Hilft nur nichts, wenn ich hinten in der Festung stehe und er mich effektiv von hinten einkassiert. Auch dass ich hier noch nicht reagiert habe, sieht schon wie teilweise überfordert ich bin mit diesem Match. So. So. Man sieht hier auf der Karte ja relativ deutlich, er kommt nach und nach immer mehr. Ich habe zwar immer noch zwei Elbenkasernen und ein Dingens, das ist aber im Prinzip ein Tropfen auf dem heißen Stein im Vergleich zu dem, was er wahrscheinlich schon oben stehen hat. Aber ich komme halt nicht zum weiteren Produzieren. So. So. Okay. Und den kriegen wir platt. War auch gut, dass ich hier hinten durchreiten könnte. Aber erneut Du-Länder, die dann eben hier unten rausgespawnt wurden. Natürlich versucht er den Troll auf meine Kavallerie zu ziehen. Was in dem Moment erstmal gut ist, weil er dadurch die Produktion ein bisschen, weil die Produktion etwas mehr geschützt ist. Aber etwas mehr geschützt reicht hier in dem Fall wahrscheinlich nicht mehr aus. Auch diese, obwohl die könnten noch durchkommen. Diese Rohstoffe, das ist eine gute Sache. Insofern könnte ich auch diesen Angriff noch einmal abwehren. Ja. Ah, sieht gut aus. So, man sieht schon, die Bogenschützen machen schon was her. Und natürlich, die leveln auch ein bisschen. Aber sind halt entsprechend auch im Vergleich zu den Orks deutlich teurere Einheiten, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. So. Bogenschützen Loriens, wir kommen aus Bruchtal. Ja, na, gucken wir mal. Okay, Kankra zieht sich zurück. Das heißt, zumindest diesen Angriff konnte ich zurückschlagen. Jetzt wäre es allerdings ein Fehler, den ich aber auch mache, wie es aussieht, hinterher zu gehen. Nein, ich gehe nicht mit allen hinterher. Das wiederum ist gut. Während ich trotzdem noch mit meiner kleinen Kaff hier ein bisschen versuche, ein bisschen Schaden anzurichten. Ich glaube auch nicht, dass ich gesehen habe, dass er hier schon wieder was hat. Und dass ich da entsprechend loslege. So, hier oben bin ich auch mal am Start. Mache eine kleine Offensive, indem ich, ein paar Ents hinzimmere. So, und mal gucken, ob ich hier seine Produktionsgebäude ein bisschen wenigstens schädigen kann. Ich sollte natürlich, und das wäre ganz günstig, hier langsam nachziehen. Denn ein geballter Angriff ist deutlich besser. Denn ihr seht ja, die Ents, irgendwann fallen sie halt. Ich kriege ein bisschen was platt.
Das war wahrscheinlich auch, wie er gesagt hat, also weil im Nachgang des Gesprächs, wie gesagt, ist ja aufgezeichnet, durchaus überraschend. Was ein bisschen doof ist, dieses Gebäude wird mit der Zeit wieder aufgebaut, hat also effektiv, außer dass er seine Produktion ein bisschen runtergespielt hat, nicht so viel verloren. Ich glaube, das hier werde ich auch... naja, den Schuss kriege ich noch drauf. Okay, das hat soweit geklappt. Mittlerweile ist auch meine Armee da. Allerdings zu spät, muss ich sagen. Das hätte ein bisschen besser koordiniert werden müssen. Kankra selbst, die wird vermutlich fallen. Allerdings, wie gesagt, da meine Armee mal größtenteils aus Bogenschützen besteht. Na, ist das vielleicht nicht das günstigste so. Zumal ja Bogenschützen, auch wenn die mit Silberdorn fallen, schon etwas besser sind. Aber mit Bogenschützen kann man natürlich nicht so den Gebäudeschaden raushauen. So. Kriege ich es jetzt hier mal gebacken, hier irgendwie auf die anderen zu schießen? Nein, kriege ich nicht. Natürlich nicht. So. Das Gute ist, ich habe es tatsächlich mal geschafft, in seine Festung vorzurücken. Das Problem ist, wo rücken die jetzt hin? Die sollten natürlich, das wäre toll, direkt angreifen, auch diese Dinger hier platt machen. Stehen jetzt viel zu nah an der Festung, was ich wohl, glaube ich, auch gemerkt habe. Deswegen ziehe ich mich zurück. Ich ziehe mich, glaube ich, sogar ganz zurück, wie es aussieht. Einfach, weil, na, wie gesagt, ich hätte mehr reisen können. Ich hätte hier davor stehen können und in aller Ruhe immer deine Einheiten weghauen müssen können. Nebenbei ein bisschen was von den Gebäuden. Da wäre mehr möglich gewesen jetzt in diesem Angriff. Das muss ich echt sagen. Da wäre mehr möglich gewesen und es hätte mir vielleicht einen gewissen Vorteil verschaffen können, um dieses Gefecht zu drehen, auch wenn hier hinten eine große Produktion ist, während ich immer noch relativ klein bin und natürlich vermutlich einfach vergessen habe, wieder mal eine weitere Produktion zu starten. Das ist ein bisschen ungünstig, aber es ist, wie es ist. So. So, okay. Hier wird mittlerweile wieder aufgebaut. Da gibt es auch die ersten Spinnenreiter. Natürlich die eine der effektivsten Strategien gegen meine gegen meine Bogenschützen. Kankra ist auch wieder am Start, die auch ordentlich fleißig da auslevelt und natürlich jetzt ihren Angstschrei gemacht hat. Wie gesagt, da wäre mehr möglich gewesen. Ich hätte mich mehr anstrengen müssen in der Hinsicht. Allerdings, wie gesagt, es war schon spät. Ich hätte vielleicht, wenn es nicht ganz so spät gewesen wäre, sowieso noch ein klein wenig effektiver gespielt. Allerdings glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Denn, wie gesagt, das ist das Rematch. Also nicht das Rematch, das ist die zweite, die zweite Aufnahme dieses Matches. Beziehungsweise das zweite Spiel dieses Matches, weil das erste haben wir nicht gespeichert. Und auch im ersten, ja. Also das hier läuft schon deutlich besser, muss ich sagen, im Vergleich zum ersten. Das läuft deutlich besser. Ich bin deutlich mehr dran. Allerdings, man sieht halt wirklich den Nachteil bei den Dingens hier. Die machen nicht viel Schaden auf Gebäude. Und wenn er dann hier mit solchen Viechern kommt, dann ist halt doof. Bogenschützen hin oder her, die machen nicht so viel Schaden gegen die Kaff und die überreitet meine Einheiten und damit sind sie platt. Ein schlechtes Manöver, muss ich sagen, auch dass ich mich jetzt zurückziehe, beziehungsweise dass ich hier jetzt den Nebel gezündet habe, wird nicht mehr viel nützen, selbst wenn er die Einheiten nicht hundertprozentig sieht. Wo er ungefähr hinreiten muss, weiß er ja. So. Und da sieht man mal, einmal Spinnenreiter, also die sind echt effektiv, einmal Spinnenreiter gegen meine Bogenschützen doch durchaus was ordentlich was gerissen haben. Die kommen jetzt aus dem Nebel raus, verziehen sich wieder ein bisschen nach unten, denn logischerweise können sie allein nicht mehr viel anfangen. Ich habe aber auch schon Nachschub, der geht nach oben. Dummerweise, wie gesagt, hier hinten immer noch die Produktion, die ich nicht gesehen habe. Allerdings habe ich ihn doch durchaus so weit zurückgetrieben, dass wir doch schon bei... Ja, wir sind jetzt bei ungefähr 20, 23, 22, also bei mir steht es auf 24 Minuten. Gesetzt dem Fall, ich habe vorher eine Minute gequatscht, sind wir jetzt bei 23. Das müsste ich, wenn es knapp wird, oder müsste der Schiedsrichter, ich bin da ja nicht in dem Moment, ich moderiere ja noch mich nochmal nach, müsste der dann entscheiden, ob das dann ein Unentschieden wird oder eben nicht. So. Ah, die Power-Kartoffel hat sich erneut weiter vorgebaut. Mittlerweile habe ich wenigstens gesehen, dass da hier und da was steht. Ich habe hoffentlich auch gesehen, dass jetzt hier eine Armee an mir vorbei rennt. Ja, sehe ich. Gut. Ob das was bringt, ist eine andere Frage, weil unten einfach mal gar nichts ist. Das Baumaterial ist hier. So, okay. Ich habe einen neuen Baumeister gebaut. Und das war's.
Ganz großes Kino, Black. Ganz großes Kino. Ja, da können die paar Einheiten, die er mir hier runtergeschickt hat, durchaus schon den Ausschlag geben, muss man echt sagen. Ich hau noch einen Pfeilhagel drauf. Allerdings natürlich gegen die Speerträger, die jetzt auch mittlerweile ihre Beuteklingen haben oder wie auch immer die da heißen, nützen weder die Dingens hier ein bisschen was, noch nützen da großartige Bogenschützen könnten was nützen. Allerdings habe ich nicht sehr viel zurückgeschickt, wie es aussieht. Gucken wir mal. So. Er guckt jetzt ein bisschen durch die Gegend, wo er noch was damit machen kann. Hat aber glücklicherweise habe ich den Angriff abschlagen können. Allerdings, während nach drüben guckt, sieht schon, hier sammelt sich schon ein bisschen was. Ich habe mal wieder meine ganze Armee irgendwo hingeschickt. Auch die ich hier runtergeschickt habe, was wie immer ein Fehler ist. Gerade gegen gute Spieler ist es echt fehlerhaft, die komplette Armee irgendwie durch die Gegend zu schicken. So. Der Wächter im Wasser ist auch wieder am Start. So. Okay. Jetzt kommt quasi deine große Angriffsarmee in Anführungsstrichen auf mich zugeschissen. Geschossen. Nicht geschissen. inklusive Kankra. Ob und inwieweit das was hilft, wir werden sehen. Kankra hat sich auf jeden Fall jetzt hinter meine Leute geschlichen. Wenn ich schlau bin, versuche ich wenigstens da hinten ein bisschen ranzukommen. Allerdings hat er das gemerkt. Und eben diesen Todesschrei gezündet. Ich versuche mit den Reitern noch ein bisschen durch die Bogenschützen zu reiten, um da wenigstens ein bisschen Action zu bekommen. Allerdings, wie gesagt, meine Rohstoffproduktion ist, oder meine Gebäudeproduktion ist einfach extrem begrenzt und auch meine Rohstoffe. Er hat mich jetzt schon sehr weit zurückgedrängt. Er wird auf jeden Fall das Spiel gewinnen. Ob ich aber eine unentschieden Punktewertung hinkriege, ist immer noch möglich. Wenn man auf die Zeit guckt, bei mir stehen 27 Minuten, ich gehe mal aus, dass wir bei 26 sind, das heißt, ich müsste in Anführungsstrichen nur noch 4 durchhalten. Zumindest aus meiner Warte, das was ich sehe jetzt im Moment, wäre das möglich gewesen. Allerdings sehe ich dann hier hinten schon die größere Armee und rechne wahrscheinlich schon jetzt mit der Niederlage. Was aber okay ist, wie gesagt, das erste Spiel gegen ihn, wo wir vergessen haben zu speichern, das habe ich auch verloren. Ich denke, ich spoilere jetzt nicht mehr, wenn ich sage, auch dieses Spiel hier werde ich verlieren. Insofern ist es nur recht und billig, denn wäre ja doof, wenn wir das Spiel nochmal kriegen und so weiter und so fort. Ich hole mir noch ein paar Adler, die mir aber logischerweise nicht ganz so viel nützen. Sollen halt nur noch hier den Angriff ein bisschen reduzieren, um in der Hoffnung, dass ich irgendwo noch ein bisschen länger durchhalte. Allerdings, wie gesagt, er wird schon vieles auf Angriff gestellt haben und entsprechend schwierig ist es jetzt, diesen Hauptangriff noch abzuwehren. Fazit kann man wirklich sagen, jetzt schon GG an Powerkartoffel, gut gespielt und dieses Mal auch die Ents, die habe ich mir direkt in die Basis gespawnt, obwohl das eigentlich effektiv gar keinen Nutzen hat, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Die sollen halt nur ein bisschen ablenken, weil alles andere macht halt keinen Sinn mehr. So, aber gutes Spiel an Powerkartoffel, sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr gut runtergespielt, die eine Überraschung, die ich ihm gegönnt habe, als ich oben die Ends gespawnt habe, hat er gut gemeistert, aber ja, was willst du machen? Ich habe verloren, ich gehe mal von aus, je nachdem wer das moderiert, dieserjenige wird auch eben der Powerkartoffel die Punkte zusprechen, verdient. Insofern, ich kann, glaube ich, hier die Karte einblenden oder die Tabelle einblenden. Das wird nicht immer möglich sein, gerade bei den Live-Spielen nicht. Wenn die direkt geschnitten werden und gerendert werden, ist es nicht möglich. Hier kann ich es noch einblenden, die Tabelle. So ungefähr müsste es jetzt aussehen, alle Angaben ohne Gewähr, da ich nicht die hundertprozentige genaue Wertung des Spiels weiß und an diverse andere Spiele. Entsprechend bin ich natürlich ein bisschen nach unten gesungen. Nach meinem ersten Sieg stehen Powerkartoffel und ich voraussichtlich ungefähr auf demselben Treppchen, kann man fast sagen. In Runde 2, ich weiß nicht, ob ich in Runde 2 schon mache, dass ich halt auch die
Platzierungswertung so anpasse, dass halt es mehrere erste Plätze beispielsweise geben kann und so weiter und so fort. Denn logischerweise, gerade am Anfang ist es ja so, wenn Spieler 3 Punkte bekommt, stehen halt, was weiß ich, in Anführungsstrichen die Hälfte der Spieler auf 3 Punkte und der Rest eben nicht. Das wird sich alles zeigen. So. Aber ich glaube, ich quatsche jetzt schon wieder zu viel. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, bis denne und tschüss!